Hallo Mitstreiter. Mein Name ist Karin, manche kennen mich ja schon. Und mein Ehemann und ich, wir waren als angebliche Nazis bei Freunden in Kamerun. Auf Einladung unserer Freunde waren wir da vor kurzem, vor 2 Wochen. Ich erzähle euch das, weil wir Erfahrungen gesammelt haben, die auch unsere Themen tangieren. Im Geschichtsunterricht hören wir immer nur von der brutalen Niederschlagung des Aufstandes der Herero und Nama im heutigen Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika, was sicherlich kein gutes Kapitel deutscher Kolonialpolitik war. Aber auch Kamerun war von 1884 bis 1918 eine deutsche Kolonie. Hier hörten wir allerdings nur positive Berichte über die deutsche Vorherrschaft. Unter deutscher Führung entstanden Krankenhäuser, Schulen, Kirchen, Straßen, Teil des Hafens im Hauptwirtschaftsstandort Douala sowie das komplette Eisenbahnnetz. Verschiedene Einwohner, die wir kennenlernten, sagten uns unabhängig voneinander, dass die deutsche Kolonialmacht viel Gutes getan hat, während nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland die Gebiete an Frankreich und Großbritannien abgeben musste, das Land von den neuen Besatzungsmächten nur noch ausgebeutet wurde. Warum erfahren wir immer nur die negativen Seiten unserer Geschichte? Als Deutsche waren wir überall willkommen. Zwar wurde uns auch mitgeteilt, dass Angela Merkel in Afrika sehr beliebt ist, wundert hier wohl keinen. Allerdings habe ich mich nicht berufen gefühlt, dagegen zu sprechen. 1989 hätte ich auch nicht hören wollen, dass Michail Gorbatschow keine gute Politik für Russland gemacht hat. Aber es tat gut zu hören, dass Deutschland nicht immer nur negativ bewertet wird. Eine zweite Sache möchte ich noch berichten. Wir lernten einen Architekten kennen, der zwar seinen Wohnsitz in Kamerun hat, aber in Deutschland arbeitet. Er wollte für seine Lebensgefährtin ein Besuchsvisum nach Deutschland beantragen. Das wurde mehrmals abgelehnt. Unabhängig davon sprachen wir mit einem Arzt, der in Leipzig studiert hat, dort die Wende erlebt hat, einige Jahre mit seiner Familie dort wohnte. Seine Tochter besuchte dort den Kindergarten und die Grundschule, bevor die Familie nach Kamerun zurückkehrte. Die Tochter, die hervorragend Deutsch spricht, wollte im Rahmen ihrer Ausbildung ein Praktikum in unserem Land absolvieren, bekam aber auf ihren Antrag keine Antwort. Auch die Familie des Arztes wollte in Deutschland Freunde besuchen und stellte bereits im Februar einen Antrag auf Visum, aber hat bisher nicht mal eine Antwort erhalten. Laut Google dauert die Bearbeitung 6 Wochen bis zu 3 Monaten. Da kann man nur sagen, lasst eure Ausweise zu Hause und ruft an der Grenze Asyl. Das Verhalten der deutschen Ausländerbehörden wirkt bei uns Fragen auf. Dankeschön.